15.000 Liter ist lächerlich. Ja. Da bist du mehr am Fahren als am Überladen. Weil vor allem, wenn 30.000 Liter da reingehen in die Teile. Oder 25.000. Der kleinste geht 20.000 rein. Okay, das ist einiges. Gut, der kleinste 8.000, aber den würde ich auch nicht kaufen mit 9 Meter Dingsbreite. Der verfährt sich doch auf den Feldern. Ja, wenn, dann würde ich entweder diesen Samson holen, den großen Dreirädrigen, oder den Fenhuis. Aber dann holen wir jetzt den IT-Runner. Bin ich geil drauf. Ich mag das Ding irgendwie auch. Und wenn man später wieder abstoßen, wenn man nicht brauchen. Ja. So, den Jetzt kaufen wir. braucht man halt kurz. Und der Ballentechnik, den Container dafür. Und wo waren die Eierpaletten? Diverses, ne? Unter Paletten. Ach, unter Paletten hier. Diverse Paletten? Nee. Da. Hast du? Eierpalette, 25. Dann kaufen wir davon gleich mal 4 Stück. Drei oder vier. Jetzt weiß ich nicht, wie viel ich gekauft habe. Ich weiß halt nicht, wie viel da in den Trigger passt. Ja, die auf dem Container stehen. Ich werde es jetzt gleich ausprobieren. So, also einmal zum Shop, bevor ich weitersehe. Dann kann ich sie auch erst füttern. Dann haue ich nämlich das ganze Ding dahin, dann fütter ich die und dann bin ich gespannt, was passieren wird. Wär mega geil, wenn das jetzt funktioniert, weil dann brauchst du keine Paletten rumeiern, dann brauchst du nachher nur diesen Container aufnehmen, wegfahren, fertig. Ein Viertel habe ich draußen von meinem Saatgut. Okay. Dann sollte ich mich also beeilen, dass ich da auch bald Nee, 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 hinkomme. nee. Hab noch Zeit. So ein Anhänger mit Stapler hinten dran wäre cool. Wie bei den LKWs. Weil jetzt muss ich die lernen. Aber oh, gut, leere Paletten mit einem kleinen Gitterrahmen, die kann man tatsächlich auch per Hand tragen. Also das krieg sogar ich hin. Da brauche ich keinen Stapler für. Sagen, wie sie leer Okay. sind. Und so eine Gitterbox kann man mal durch die Gegend schieben. Und das ist ja nicht meine richtige Gitterbox, das ist eine Europalette mit so einem billigen Aufbau. Boah, ruckel, ruckel. Ist immer kurz bevor es bergab geht, statt einwärts. An der Stelle, wo du jetzt bist, ja, Ja. das ist das, was ich meinte. Wenn du da vom Shop aus auch den Berg hoch fährst, das ist Wahnsinn. Ist die ganze Ecke hier irgendwie, die so ein bisschen rumruckelt. Weiß nicht warum, aber irgendwie ist das so. Okay. Ich habe jetzt zwei Paletten gekauft. Lahm. Ich sollte vielleicht erstmal den Container ein bisschen durchschieben. Kommt dann nämlich kein Schwein an gleich. Kann man mal machen. So. Zwei Paletten habe ich nur gekauft. Dann hole ich gleich noch zwei nach. Dann haben wir 4 Stück. Bis die voll sind, ist sowieso übernächstes Jahr Ostern. Meine Freundin einkaufen gehen. Sie gehen. War ich heute beim Einkaufen? Brauchst du was? Nein. Ja. Sie ist einkaufen gehen. Man muss nicht alles verstehen. Der normale Wahnsinn. Eins. Du hast dich so konzentriert an, was machst du gerade? Palettenauflauf. Wieso hüpft er denn jetzt nicht? Palette schwer. Anscheinend. Sind da schon Eier drin? Für Hey, 25 auch. nehme ich die gerne. Wollte gerade sagen, also normalerweise nicht, normalerweise ist es noch leer. Eigentlich sind die leer, ja. Dann werf sie rein. So, Palette Nummer 2.
Ja, komm, ich hol noch zwei Paletten, dann sind vier Stück drauf. Dann kann man, wenn die ersten beiden voll sind, nochmal zurückschieben. Wir Wir werden können das. das ja auch stylisch machen. Wir holen uns noch einen Stapel und lassen den beim Shop stehen. Für so Palettenzeug. Ja, ich will mich eh mal überraschen lassen, wie gut sich Paletten mit dem Stapler überhaupt transportieren lassen. Weil Fakt ist, mit Frontlader und Paletten, Alter, das ist noch so eklig buggy. Okay. Das macht keinen Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, okay, mit Ego-Perspektive sowieso. Da, Ja, weil du noch generell, die. die hüpfen da noch drauf rum und wackeln und eiern rum, das ist irgendwie, ich weiß nicht. Also da war das im 17er zum Schluss auf jeden Fall deutlich ausgereifter. Aha, mit der Palette springt er, ja. Toll, jetzt liegt die auf der Seite. Gut. Jetzt steht sie wenigstens. Vielleicht schaffen wir es ja, dass es schneller gewachsen ist, als unser Nachbar seins abgeerntet hat. Da können wir ja gleich weiter dreschen. Dann kann er gleich mithelfen beim Nicht dreschen, Häckseln. hexen. So, und was ich auch komplett vermisse, dass man die Spanngurte nicht per Hand anbringen kann, ne? Das geht. Wie? Frag mich jetzt nicht nach der Taste. Nah rangehen, anschauen und die Taste drücken. Spanngurte anbringen mit L. Oder rechte Maustaste. Wenn ich jetzt die rechte Maustaste drücke, grapsche ich sie an. Geht Ja, bei mit mir L. nicht. Oder müsste der, wenn du draußen bist und hingehst, müsstest du das einzeln anbringen können. Bei Wenn mir du geht im das nicht. Fahrzeug bist und L drückst, gehen alle drauf. Ja, ich muss das im Fahrzeug machen, weil keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich irgendwas verstellt habe oder ob ich einfach zu dämlich bin, aber bei mir kann ich die nicht per Hand anbringen, die Bleib mal einzelnen. stehen, bleib mal stehen. Schopf. Kommen wir hinterher gerannt. Der zeigt mir jetzt auch nicht an, dass ich ihn lösen kann. Ich hätte zwar den grünen gehabt, um ihn anzubringen, aber ich konnte es nicht bedienen. Spanngurt anbringen, er. Stopp. Aber ja, geht bei mir auch mit R, aber warum steht dann hier L? Ja, im Fahrzeug ist es L. Das ist die Ja. Funktion vom Anhänger selber. Alle Spanngurte auf einmal. Spanngurte anbringen, lösen, L. Ja, das ist alle auf einmal. Okay, gut. Schön zu wissen, dass das auch funktioniert. So. Leere So, weiter Paletten geht's. wegfahren. Mit dem fetten IT-Wanner. Erste halbe Feld. Da würden sogar nochmal zwei Paletten drauf passen, aber wir wollen es ja nicht maßlos übertreiben. Ich glaube nicht, Ja, dass wir es schaffen, sechs Paletten Eier voll zu kriegen. da haben wir mit den Hühnern gar nichts mehr zu tun. Füttern und sauber machen. Gelegentlich. Fehlt dann noch so ein Lilly, den stellen wir dann Nee, dahin. die will ich gar Sag nicht haben. mal. Du sagst mal dann Hühner, sagt Bescheid, wenn ihr Hunger habt. Die vermisst Anton auch schon. Manchmal sind sie ja sehr hilfreich, aber ganz ehrlich, dann kann man auch gleich eine Mod nehmen, die Tiere sauber macht, weil die gibt's schon. Ich hab die noch nie verwendet. Doch, Lillys, hatte ich auch ohne schon Witz. mal. Ich habe sie echt noch gar nicht genommen. Ja, in dem LS17 war es ja so, dass du halt nur sechs Helfer einstellen kannst. Und wo ich da auf der Playser auf der Mustang Valley Ranch unterwegs war, da musste ich die dann teilweise ausschalten, die drei Lallys, damit ich meine Felder abernten konnte. Weil dann war auf dem einen Feld waren drei Grubber unterwegs, auf dem anderen drei Ernter und ich dann halt zwischendrin. Überall. Ja klar, durch die Größe der Felder. Wo genau kommen die Eier jetzt nochmal raus? Welcher Bei den Zug? Hühnern oder bei dem Stall? Beim Stall. Anscheinend hier, weil das scheint der Hühnertrigger zu sein. Ja.
Dann also hier vor der Tür. Ja. Einmal wenden. Mit den Bühnen später, die Milch bunkern mal im Anhänger, oder? Bis er voll ist und dann beim hohen Preis Ja, weg. bis die Kühe irgendwann mal voll sind, dann können wir so um. Weil ich denke mal, da wird eine Menge reingehen bei den Kühen wieder. Ich habe es noch nirgends gefunden, es stand noch nirgends. Ich habe aber, bin ehrlich, ich habe auch bis ein, zwei Mal gesucht danach. Also theoretisch passen alle vier Paletten hier in den Träger rein. Ob sie okay. auch drin stehen bleiben, weiß ich nicht. Meinst du auch, ja, gegenfahren werden wir schon nicht. So. Du meinst, ob sie sich selber bewegen oder? Ja. Gucken wir einfach mal. Wo stelle ich jetzt aber den IT-Runner hin? Haben wir noch Halle? Irgendwo. Halle zu den LKWs. Nee, wir haben hier doch noch einen Haufen Hallen, wo wir was reinstellen können. Hier oben beim Haus. Da ist auch noch eine Halle, da passt bestimmt der Anhänger hier rein. Bestimmt. Oder genau hier gegenüber von den Hühnern am besten erstmal. Dass es gar nicht so weit weg ist. Richtig. Ja, hier passt das locker rein. Also Platzmangel haben wir erstmal nicht, außer die Geräte werden größer. Aber dann kriegen wir sowieso ein Problem. Spätestens bei dem Holmer hier Variant. War das? Ne, welcher war denn das, der so eklig hoch ist, der nirgendwo reinpasst? Irgendein Holmer-Gerät. Das so. War doch nur, das war doch hier das. Na? Ja, oder war das der. Ich glaube, das war der Ernter, der Rübenernter. Für den wollte ich nämlich diese Rundbogenhalle bauen, weil da passt der locker rein. Aber die ließ war sich das hier nicht, nirgendwo mehr war das platzieren. Nicht die Unkrautbekämpfung? Unkraut, was? Wie heißt der? Riegel? Nee, ja, der ist auch elendig hoch, ja. Da hast du recht, aber ich glaube, das war der Holmer Ernter. Boah, ich war auf der falschen Map. Ich muss mir angewöhnen, mal früher zu bremsen, Alter. Ich gehe mal so hart in die Eisen. Und da merkt man auch, dass das Gewicht vorne viel zu überdimensioniert ist. Ich drehe du mich musst nämlich einfach mehr mit voll dem im Retarder Kreis. Bremsen. Hör mir auf mit dem Retarder. So. Jetzt bringe ich dir noch Saatgut, ne? Ich hab noch 479. Das ist ja nicht mehr so viel. Ich habe aber nur noch zwei Bahnen. Wie viel? Dann bist du dann schon. Ist, also brauchst du kein Saatgut mehr, ja? Dann ist das erste Feld fertig. Ach, das erste. Ja, siehst du. Hast du Schock gekommen? Ja, ich dachte, du bist fertig. Ja, ich meine, wenn du dafür nur so wenig brauchst, umso besser, ne? Hm. Ich glaube, drei solche Paletten müssen lang. Jetzt sag bloß, ich krieg den Mist hier nicht mehr rein. Dann dreh ich aber durch. Doch, auf R drücken. Aha, jetzt. Muss ich auch aufklappen, aufmachen, hast du nicht gesehen. Ja, das ist. Aber wir müssen schauen, woran das lag wegen dieser Saatmaschine. Kann nicht sein, dass wir immer so um ja, die Ecke befüllen. Finde ich auch merkwürdig. Eine neue kaufen. Du hast Sack hier ganz normal rausnehmen können, oder? Ja, ich habe einfach meinen Deckel aufgemacht und konnte es einfüllen. Das habe ich aber bei der Nordfriesischen auch mit solchen direkt, also mit hier Saatgut und Dünger, habe ich voll die Probleme, dass die den Trigger nehmen. Entweder ich gehe hin und ne, kommt drauf an, von welcher Seite ich zuerst komme. Dann nimmt zuerst Saatgut oder Dünger. Hm. Wenn dann das jeweilige voll ist, habe ich voll die Rennerei, bis der den anderen hier nimmt. Richtig. Es ist auf jeden Fall komisch. Also weil bei der hier. Gut, vielleicht liegt es daran, dass in deine jetzt zwei Sachen reinpassen und der Trigger das vielleicht nicht peilt, aber warum hat er das beim Dünger so easy gepeilt?
Das ist halt das Rätsel, was sich mir dabei stellt. Das war das, was ich meinte, mit dem, vielleicht hat er das noch irgendwo bei sich im Speicher drin, so nach dem Motto, ich möchte Dünger.